Ich bin mir sicher, dass die Diskussion äußerst interessant sein wird, weil heute haben wir zu Gast zwei hervorragende Journalisten und Analysten. Das ist Harald Schumann, der lange im Spiegel gearbeitet hat. Jetzt arbeitet er bei Tagesspiegel. Er ist Autor von vielen Büchern, darunter auch zum Thema Globalisierung. Er hat mir am Vorabend erklärt, er sagte, ich bin nicht Antiglobalist, aber ich möchte, dass die Globalisierung besser gestaltet wird. Und Fjodor Lukjanow, Chefredakteur der Zeitschrift Russland in der globalen Politik, das ist wahrscheinlich die beste Zeitschrift über die Außenpolitik in Russland. Das wird herausgegeben in Kooperation mit Foreign Affairs, und er hat natürlich auch einen eigenen Blick auf die Globalisierung und auf den Platz Russlands im Prozess der Globalisierung. Ich hoffe, dass wir heute eine interessante Diskussion haben werden, und ohne lange Einführung möchte ich zuerst Herrn Harald Schumann bitten, in Thesen kurz zu schildern, was für Sie am wichtigsten ist in diesem Thema Globalisierung. Harald, bitte. Für mich ist die moderne Form der Globalisierung, also die Verschmelzung von Märkten, Unternehmen, Kulturen und Informationsflüssen, ein Phänomen, das inzwischen eine Art Weltgesellschaft geschaffen hat, wie es sie noch nie vorher gab. Und das zentrale Merkmal dieser neuen Epoche ist, dass die Staaten und Völker stetig stärker voneinander abhängig werden. Keine Staat, keine Nation kann mehr ohne Rücksicht auf die Interessen der anderen Staaten und Nationen seine eigene Entwicklung vorantreiben. Ich will nur ein paar ganz zentrale Daten dazu sagen, damit man eine Vorstellung davon hat. Heute wird bereits 1/4 aller weltweit produzierten Waren und Dienstleistungen international über die Grenzen hinweg gehandelt. Und der Handel wächst im Schnitt immer noch doppelt so schnell wie die Wirtschaft insgesamt. Es gibt inzwischen 80.000 transnationale Unternehmen mit mehr als einer 750.000 Tochtergesellschaften. Ja? Und die Produktions- und Verwertungsketten erstrecken sich über alle Kontinente. Selbst an der Herstellung eines einfachen Elektrorasierers sind inzwischen mehr als 10 Länder beteiligt. Und noch weiter geht die Verflechtung über den Kapitalmarkt. In Deutschland sind die 30 größten Unternehmen inzwischen mehrheitlich in der Hand von ausländischen Aktionären. Das bedeutet, das Denken und Regieren in rein nationalen Kategorien führt sich zusehends ad absurdum. Das ist die positive Seite. Die schlechte Seite ist, das System, so wie wir es jetzt haben, ist extrem instabil. Und ich sage Ihnen, schon in naher Zukunft wird die Globalisierung, wie wir sie kennen, zerbrechen, wenn es nicht gelingt, die bisherige Form des Wirtschaftens grundlegend zu reformieren. Und man kann drei Bruchlinien erkennen, schon sehen, wo das System anfängt auseinanderzufalten. Die erste Bruchlinie ist das falsch regulierte Finanzsystem. Das ist inhärent instabil, und es bedroht genau diese Weltgesellschaft mit immer neuen eskalierenden Krisen, in deren Verlauf dann die Macht der Finanzkonzerne, die diese Krisen verursacht haben, immer noch weiter anwächst. Darum brauchen wir eine grundsätzliche und radikale Neuordnung dieses internationalen Finanzsystems, sonst wird genau dieses Finanzsystem für das Ende der Globalisierung sorgen. Die zweite, noch wichtigere große Bruchlinie ergibt sich aus dem Klimawandel. Der Klimawandel ist ja selber ein Produkt der Globalisierung, wenn man so will, weil die ganze Welt jetzt versucht, so zu leben, wie die reichen Industrieländer schon seit Jahrzehnten leben. Und es ist leicht vorhersehbar und zu sagen, dass das nicht funktionieren kann. Im Moment verbraucht 1/5 der Menschheit 4/5 aller Ressourcen. Wenn jetzt aber im Zuge der Globalisierung immer größere Teile der Menschheit Auto fahren wollten, beheizte Häuser haben wollen, Klimaanlagen und so weiter, dann werden die Ressourcen dieses Planeten überbeansprucht und vor allem die Möglichkeit, die Atmosphäre als Mülldeponie für Abgase zu benutzen. Deswegen
muss an dieser Stelle in globaler Zusammenarbeit eine Alternative entwickelt werden. Und die dritte große Bruchlinie ist, dass wir inmitten eines wachsenden globalisierten Reichtums immer größeres Massenelend dulden. Mehr als 1 Milliarde Menschen haben so wenig Geld, dass sie sich nicht ausreichend ernähren können. Und das gebiert Verzweiflung und Konflikt und Streit und potenziell auch Krieg. Ich sage, für alle diese Probleme gibt es technisch und wirtschaftlich machbare Lösungen. Aber bisher ist unser Problem, dass die politischen Institutionen und vor allem unsere nationalen Regierungen diesen Anforderungen nicht gewachsen sind. Die Kapital- und Warenströme sind global geworden. Die Unternehmen agieren über alle Grenzen, aber die Regierungen bleiben in ihren nationalen Grenzen gefangen. Und obwohl eigentlich für jeden klar ist, dass die großen Herausforderungen der Zukunft nur in globaler Kooperation gelingen können, üben sich die meisten Regierungen, auch die russische leider, nur noch in der Verteidigung von angeblich nationalen Interessen. Und diese nationale Borniertheit, kann man sagen, wird dann wiederum von den globalen Akteuren in den Konzernen und vor allem in der Finanzindustrie ausgenutzt, um die Staaten gegeneinander auszuspielen, damit sie mit ihren destruktiven Geschäftsmodellen weitermachen können. Okay. Dieses Machtgefälle zwischen global agierenden Unternehmen und nationalen Regierungen nützt systematisch jenen, die über größere Mengen von Kapital verfügen. Und das bedeutet, dass immer größerer Teil der Erträge der globalen Wirtschaft einem ganz kleinen Minderheit nur noch zufließt. Eigentlich ist die Welt reich, so reich wie noch nie zuvor. Wenn man nur die statistisch erfasste Leistung der Wirtschaft nimmt, dann verdient im Durchschnitt jeder Bürger auf diesem Planeten inzwischen $10,000 im Jahr. Also genug, damit niemand mehr hungern oder an mangelnder Gesundheitsversorgung sterben müsste. Ja? Das heißt, die wichtigste Ursache von Konflikten könnte beseitigt werden, zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit. Aber von diesem ungeheuren Reichtum haben die allermeisten nichts, weil diese Einkommen und dieses Vermögen sich auf einen ganz kleinen Teil der Bevölkerung beziehen. Auch in Deutschland besitzen inzwischen 10% der Bevölkerung 2/3 des gesamten Vermögens. Und nur 1% der Erwerbsbevölkerung, das sind 650.000 Menschen, besitzen 1/4. Und Deutschland ist noch gut dran. In Amerika besitzen 10% der Bevölkerung 3/4 des gesamten Vermögens. Eine Familie, die Eigentümer des großen Walmart-Konzerns, denen gehört genauso viel Vermögen wie dem gesamten unteren Drittel der amerikanischen Bevölkerung. Und das ist nicht nur ein Problem der Gerechtigkeit, sondern das ist ein großes wirtschaftliches Problem. Denn diese enormen Vermögen und Einkommen, die erzeugen keine Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen, sondern sie erzeugen nur Nachfrage nach Finanzanlagen. Und damit befördert das das Wachstum der Finanzindustrie, die dann wiederum ihrerseits neue Krisen produziert. Und gleichzeitig befördert die wachsende Ungleichheit weltweit eine Stimmung in vielen Völkern, dass Menschen das Gefühl kriegen, sie werden nicht gebraucht, dass ihr sozialer Status in Gefahr ist. Und solche Statusängste sind politisch hochexplosiv, weil je mehr die Menschen fürchten, dass sie ausgegrenzt werden, desto mehr greifen sie ihrerseits zur Ausgrenzung von noch Schwächeren und Fremden. Und darum greifen dann Rassismus und Abgrenzung gegen das böse Ausland um sich. Und das wiederum bringt Politiker potenziell an die Macht, die dann unter Umständen eine sehr destruktive Politik machen. Das kann man in Amerika zum Beispiel sehen an dieser Tea Party. Ja? Die Tea Party wird überwiegend von Menschen gewählt, die eigentlich Angst haben, ihren sozialen Status zu verlieren. Aber die Politik, die sie machen, führt dazu, dass ihr sozialer Status noch geringer werden wird, weil die Steuerpolitik darauf hinausläuft, dass der Staat immer schwächer wird und den Armen nicht mehr helfen kann. Das bedeutet, der Kampf für die bessere Verteilung von Einkommen und Ressourcen ist die Bedingung, ohne die es keine Stabilisierung für die Weltgesellschaft geben kann. Wenn es nicht gelingt, wenigstens die große Mehrheit der Menschheit an den Früchten der Globalisierung teilhaben zu lassen, ja, dann wird genau diese Globalisierung an ihren eigenen Widersprüchen scheitern
und wir werden einen großen Rückfall in Renationalisierung, in Zerschlagung von Handelsbeziehungen, in Protektionismus, Schutzzölle und alles das erleben, was übrigens auch schon mal vorgekommen ist in der Geschichte der Menschheit, nämlich vor ziemlich genau 100 Jahren. Da hatten wir schon mal eine starke Phase der Globalisierung und damals wurden die Widersprüche in den Gesellschaften in Deutschland, in Frankreich, auch in Amerika zu groß, sodass die Staaten anfingen, sich wieder gegeneinander zu wenden. Ich denke, entweder die Menschheit findet den Weg zu globaler Kooperation, oder aber es ist absehbar, dass sie infolge von Klimawandel und Ressourcenmangel für Jahrzehnte in gewalttätige Konflikte und Kriege versinkt. Und die werden auf Dauer jeden Staat und jedes Volk auf dieser Welt erreichen. Wir haben uns am Montag versammelt in der Woche, wo in Daville in Frankreich die nächste Sitzung der G8 stattfindet. Am Donnerstag werden die führenden Politiker von 8 Ländern und der Vorsitzende der Europäischen Kommission werden sich versammeln, um wichtige Probleme der Welt zu lösen, wie es früher hieß. Es ist für keinen überraschend, glaube ich, also keiner erwartet von diesen Menschen, dass sie im Laufe dieses Treffens, entweder vor dem Treffen oder nach dem Treffen, imstande sein werden, diese Probleme zu lösen. Mehr noch, wenn früher es vermutet wurde, dass sie sich wenigstens bemühen oder versuchen, diese Probleme zu lösen, würde ich diesen Personenkreis eher bezeichnen als Personen, die Probleme schaffen. Also Syrien, Nordkorea oder Pakistan, die sind keinesfalls imstande, so eine Disbalance in die Weltentwicklung hineinzubringen, wie eine fehlerhafte Entscheidung des föderalen Reservesystems der USA oder irgendwelche Störungen in der Wirtschaftspolitik der EU. Die Personen, die sich dort versammelt haben, beziehungsweise werden sich eben versammeln. Sie sind vertieft in ihre eigenen Probleme. Nicolas Sarkozy, Barack Obama, Silvio Berlusconi, Dmitri Medvedev. Jeder von denen hat die eigene Tagesordnung und dabei bestehen sie darauf, dass ihre Treffen nichtsdestotrotz wichtig sind. Wenn diese Treffen also nicht stattfinden werden, wird wenigstens ein Teil der Länder, die sich an dieser G8 beteiligen, werden sie auf keinen Fall als führende Länder betrachtet werden. Leider gehört Russland zu dieser Kategorie, weil die Vereinigten Staaten, China und Deutschland in einem gewissen Sinne wirken sie auch in den breiteren Formaten als Akteure, von denen vieles abhängt, dank den Währungsreserven, dank der Wirtschaft und so weiter. Aber solche Länder wie Russland, Großbritannien, Kanada, Italien und jetzt auch Frankreich können kaum jetzt mit einer bedeutenden Rolle rechnen in dieser globalen Welt. Also nicht mit dem Maßstab der Rolle, die sie früher gespielt haben. Das zeigt, wie sich alles verändert hat. Solange auf der Welt eine gewisse Bilanz existierte, und diese Bilanz gab es bis Ende des Kalten Krieges, da kann man viel Schlimmes sagen über den Kalten Krieg, aber das waren schon ziemlich genaue Spielregeln, die im Großen und Ganzen auch befolgt wurden durch alle Teilnehmer bzw. durch alle Akteure, von denen das Schicksal der Welt abhängig war. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion schien es für eine kurze Zeit, dass gerade die Idee die Oberhand gewonnen hat bzw. das Produktionsverfahren, das imstande ist, das Gedeihen und Erfolg allen zu sichern. Dann wurde aber ziemlich schnell klar, dass es keine zauberhafte Lösung für die Probleme gibt. Noch mehr, je weniger Bilanz es gibt, je weniger es diese Stabilität gibt, weil das System stand auf zwei Beinen. Dann wurde das eine Bein abgehackt und auf einem Bein kann das System, wie es sich herausgestellt hat, nicht stehen. Ein großes Land in jedem Sinn dieses Wortes kann nichtsdestotrotz nicht im Alleingang die Rolle der führenden Macht auf der Welt wahrnehmen. Es wurde klar an der Jahrhundertswende,
endgültig klar unter den Bedingungen der wachsenden Globalisierung und der gegenseitigen Abhängigkeit sind die Barrieren gefallen und die Länder sind nicht mehr imstande, sich abzuschotten davon, was um sie herum geschieht. Und immer mehr entsteht der Eindruck, dass diese gegenseitige Abhängigkeit nicht gut ist, sondern eine Last bedeutet. Wenn wir das Paradebeispiel der Symbiose nehmen, die Symbiose der amerikanischen und der chinesischen Wirtschaft vor der Weltkrise, hieß es, dass gerade diese Symbiose die Garantie für die friedliche Entwicklung ist. China braucht den amerikanischen Markt, Amerika braucht chinesische Waren und das Geld, das in die Obligationen investiert werden und alles schien gut und schön zu sein, weil man einander gefunden hat. Aber diese Abhängigkeit hat sich herausgestellt als Last für die beiden Seiten, weil das Modell, worauf das Ganze beruht, ist einerseits nicht stabil. Das haben wir auch beobachten können während der Finanzkrise. Jede Störung im amerikanischen System durch diese Finanzblase wird sofort zu einer neuen Krise. Das ist das eine. Und das zweite ist, also eine Sache ist die Wirtschaftsabhängigkeit und die andere Sache das politische Bewusstsein. Und da bin ich mit Harald Schumann vollkommen einverstanden. Hier beobachten wir einen großen Rückstand im Vergleich zwischen dem politischen Bewusstsein und der globalen Wirtschaftsentwicklung. Und zu unserem Bedauern wird dieser Rückstand auch nie beseitigt werden. Es gibt keinen Anlass zu denken, dass die Regierungen und hinter den Regierungen stehen Völker und Nationen, dass sie irgendwann plötzlich ihre Denkweise ändern, dass sie allgemein menschliche Denkkategorien anwenden werden und nicht die nationalen Denkkategorien. Und sie kennen andere Kategorien einfach nicht. In diesem Sinne scheint es mir schon recht illustre zu sein, ein Beispiel, demzufolge wir von der Transformation sprechen, und zwar Transformation mit der EU, besonders in den wenigen Jahren und vor wenigen Jahren, zu Anfang des 21. Jahrhunderts, hat die Europäische Union so ein Bild abgeworfen, dies sei ein idealer Prototyp der künftigen Politik für die Nationen. Aus freien Stücken etappenweise verzichten nehmen auf ihre Souveränitäten, auf ihre souveränen Rechte, die überholt worden seien, nach der Meinung meines Gesprächspartners. Aber das hat sich angedauert, solange bis Entscheidungen gefällt werden sollten, und so ein Moment, etwas schlichter ausgedrückt, so ein Zeitpunkt war die Verfassung der Europäischen Union zu Anfang der 2000er erarbeitet. Das war ein Schritt, wie gesagt, von der Vereinigung von nationalen Staaten in Richtung auf etwas anderes zu, wenn die nationalen Staaten damit begonnen haben, recht ernsthaft ihre politischen Präferenzen dann abzugeben. Die Verfassung wurde nicht akzeptiert und alles, was damals da auch eingesetzt hatte, was auch bis dort weiter andauert, macht evident, dass die Nationen nicht fähig und bereit wären, auf ihre Souveränitäten zu verzichten. Mehr noch ausgesprochen jetzt, ausgesprochen in den demokratischen Ländern, wo die Politik von der Meinung des Elektorats abhängig ist und diese Meinung auf keinen Fall ignorieren kann. Nun, die gesellschaftliche, die öffentliche Meinung verschiebt sich in Richtung auf mehr Nationalisierung, auf mehr Souveränität. Also Menschen, da kann ich einzig stimmen, Harald, Menschen haben Angst, Menschen haben Furcht, sie verlieren richtig den Boden unter ihren Füßen, weil sie attackiert werden von allen Seiten durch unterschiedliche Phänomene der Globalisierung. Aber was anderes kennen die Menschen nicht. Sie suchen nämlich danach, wo sie ein Hacken haben, um über Wasser zu bleiben. Und mitunter sind auch religiöse
auch Haken, die in so manchen Teilen der Welt bereits quasi überwunden worden sind. Das ist der einzige, wo einer sich festhalten kann. Sie sehen beispielsweise die Ergebnisse von Wahlen in vielen europäischen Ländern, die praktisch eindeutig ausgerichtet sind, dahingehend, dass Parteien, die keine besondere Programmatik haben, aber vor allem für den Protektionismus sich einsetzen, nicht im Sinne von wirtschaftlichen Protektionisten, sondern lassen die Hände von unserer Lebensweise, diese haben immer wieder größeren Erfolg. Sie werden auf keinen Fall den Sieg davon tragen bei den Wahlen. Je mehr Menschen diesen Parteien Stimmen abgeben, desto ist das Mainstream der Regierung, muss sich immer wieder irgendwie beiseite treten, sonst gibt es einen großen Verlust an Stimmen. Wissen Sie, wir sind momentan nah an einer sehr angsterregende, angsteinjagende Periode, wo das Bewusstsein dafür, dass, wie gesagt, etwas Ängstliches bevorsteht, dass dies begleitet wird in eine entgegengesetzte Richtung. Der Versuch der Globalisierung so zu strukturieren, damit es keine Gefahr ist für die Identität verschiedener Völker, dass diese auch werden weiter stärker ausgeprägt sein. Nicht unbedingt, dass sie auf jeden Fall zu einem positiven Ergebnis führen sollen. Aber das ist die Psyche, das ist die Psychologie des Menschen, der er sich festhält an etwas, was ihm so richtig angetan und angewohnt ist, als ob er irgendwohin sich schmeißt, im Sinne des Optimismus, dort wäre es besser. Aber weltweit können wir auf keinen Fall so einen Level der Qualität, der hohen Qualität der politischen Führung beobachten, die notwendig ist für Wendezeiten. Und so bin ich pessimistisch, was die Zukunft der Globalisierung betrifft. Harald, höre ich Ihnen zu. Dann entsteht so ein Gefühl, so ein Eindruck, als ob es mehrere Schuldigen da seien, dass die Globalisierung und dafür nicht in die richtige Richtung geht, höre ich für dazu. Dann kann einer unmöglich sagen, wo kommt diese Globalisierung her? Und ich möchte in diesem Sinne jedermann bitten, was ist eigentlich der Antriebsriemen für die Globalisierung? Denn wenn es keine Antriebsriemen gibt, dann gibt es keine Zukunft bei der Globalisierung. Aber wann, wenn dann, was könnte das sein? Also der Antriebsriemen ist ganz eindeutig die Expansionskraft des Kapitals, so wie bei Karl Marx schon im Kommunistischen Manifest beschrieben. Da stehen alle wesentlichen Elemente schon drin. Ja? Das Kapital entwickelt bis an das letzte Ende der Welt und zerstört die alten Strukturen und so weiter. Sie erinnern sich, wir haben das alle damals gelesen. Das ist der Antrieb, und das ist ja gar kein schlechter Antrieb, weil er hat in den letzten 20, 30 Jahren dafür gesorgt, dass mindestens eine halbe Milliarde, wenn nicht sogar 800 Millionen Menschen aus absoluter Armut befreit wurden. Ja? Menschen, die vorher Unsicherheit, was ihre Nahrung und ihre Gesundheitsversorgung hatten, sind im Zuge der Globalisierung aus Armut befreit worden. Das ist ein riesiger Gewinn. Das war der größte Entwicklungssprung in der Geschichte der Menschheit. Das muss man mal zur Kenntnis nehmen. Also es gibt auch richtig was zu verlieren. Ja? Und Was ist das wesentliche Element der wirtschaftlichen Globalisierung? Ist eine weltweite Arbeitsteilung, ja? Dass in verschiedenen Staaten und Regionen auf unterschiedlichen Entwicklungsstadien unterschiedliche Teile der Produktion organisiert werden. Und davon haben alle was. Ich meine, diese regressiven Tendenzen, die Sie beschrieben haben, Herr Lukjanow, die sehe ich ja genauso, ich habe sie ja auch angesprochen. Aber ich glaube, was Sie unterschätzen, sind die Interessen derer, die diesen wirtschaftlichen Prozess organisieren. Gerade in Europa, also wenn man den europäischen Markt nimmt, von der Europäischen Union, da ist es inzwischen so, dass praktisch jeder kleine Unternehmer, selbst wenn er nur 50 Angestellte oder 100 Angestellte hat, auf jeden Fall Büros in mehreren europäischen Nachbarstaaten unterhält und dort in der Regel auch einen ganz erheblichen Teil seiner Produkte oder Dienstleistungen verkauft. Für den wäre mit einem Zerfall der Europäischen Union oder mit einem jetzt diskutierten Zerfall der Eurozone, er würde sofort mindestens ein Drittel seines gesamten Geschäftsvolumens verlieren. Ja. Darum, wenn es solche Widerstände gibt, zum Beispiel gegen die europäische Verfassung oder jetzt wie in Finnland gegen die
Freikauf der Gläubiger von Griechenland und Irland und Portugal, dann muss man das zumindest im europäischen Kontext schon als einen dialektischen Prozess sehen. Also es geht einmal in die eine Richtung und dann wieder in die andere Richtung. Das bedeutet aber noch nicht, dass das ganze Projekt oder das ganze Experiment gescheitert ist. Daran glaube ich im europäischen Fall überhaupt nicht, weil die Integration ist so weit fortgeschritten, dass alle, die ein bisschen politische Bildung haben, wissen, wenn man das wieder rückgängig machen würde, würden wir alle unseren Wohlstand verlieren. Das ist also in, ich bin mir ziemlich sicher, zumindest in Deutschland und in Frankreich, also in den alten Kernländern der EU, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Italien, Spanien, ist das breites Bewusstsein. Und für die junge Generation, also meine Söhne sind jetzt 19, werden demnächst dann auf die Universität gehen, das sieht man schon daran, dass sie, wenn sie jetzt gerade gucken, auf welche Universität werde ich gehen, dann gucken sie nicht, gehe ich nach München oder Hamburg oder Stuttgart, sondern sie gucken, gehe ich nach München, gehe ich nach Madrid, gehe ich nach Paris oder London. Dieses Ausmaß an Integration, glaube ich nicht, dass es wieder rückgängig zu machen wäre. Also, dass Europa wieder zurückfällt. Auf der globalen Ebene haben Sie angesprochen, das Verhältnis zwischen China und USA. Das ist natürlich, genauso wie Sie es beschrieben haben, eine tiefe gegenseitige Abhängigkeit. Aber auch da muss man sehen, wenn die Amerikaner anfangen würden, konfrontativ gegen China zu arbeiten, zum Beispiel innerhalb der G20 oder in der Währungsfrage, dann würden in Amerika die reichen, mächtigen Leute ganz viel Geld verlieren. Amerika hat mehr als 400 Milliarden Dollar in China investiert. Das Geld wäre weg. Ja? Umgekehrt, für die Chinesen, sie haben die ganze Dynamik ihres Marktes ist gekoppelt nicht nur an die Amerikaner, sondern vor allem an die Alliierten der Amerikaner, also auch die Europäer. Wenn die Chinesen in Konfrontationskurs mit Amerika gehen würden, würden sie automatisch auch in Konfrontationskurs mit Europa gehen. Und sie würden einen erheblichen Teil der wirtschaftlichen Dynamik verlieren, die die Regenten in China jetzt an der Macht hält. Darum, man muss immer beide Seiten des Prozesses sehen, bevor man Prognosen macht. Das wäre meine Warnung. Förder, wenn wir schauen auf die Versuche der globalen Lösung der Fragen, die UNO steckt jetzt noch in der Problematik des koreanischen Krieges aus dem Jahre 1953. Die G8 bzw. G7, das ist etwas Unverständliches. Die G20, das ist auch nicht klar. Also diejenigen, die Geld haben, haben sich versammelt, um die Probleme irgendwie zu lösen. Ist es also notwendig, globale Institutionen zu etablieren, wenn wir die zeitlichen Horizonte etwas erweitern für die Lösung dieser globalen Probleme? Braucht man eine Weltregierung, verzeihen Sie mir diesen Terminus. Ja, natürlich, diese Institutionen sind notwendig. Ich sehe solche Institutionen momentan nicht. Allerdings leben wir jetzt noch in einer Übergangszeit und das, was zu Ende kam in den 80er Jahren, Anfang der 90er Jahren, und das war der Abschluss der Epoche, und das, was wir jetzt erleben, das ist die Übergangszeit zwischen einem System und dem anderen. Das neue System wird unvermeidlich entstehen, auf jeden Fall, aber Wie wird dieses neue System bzw. dieses neue Reich aussehen? Kannst du das uns schildern? Nee, das kann ich nicht. Wir beobachten zurzeit noch die Erosion der alten Institutionen. Und ich glaube nicht, dass es verschwindet. Aber die anderen Institutionen, angefangen von der NATO bis auf die internationale Währungsfonds, auf den internationalen Währungsfonds, sie werden deinstitutionalisiert und die Funktionen, die sie früher im frühen System, im alten System gut ausgefüllt haben, können sie jetzt nicht ausführen, weil dieses System nicht mehr existiert. Es wird höchstwahrscheinlich etwas entstehen, aber bevor etwas Neues entsteht, muss das Alte absterben. Und das Problem besteht darin, dass die Geschichte keine Beispiele hat.
davon, dass eine neue stabile Weltordnung ohne große Kriege bzw. ohne große Erschütterungen entsteht. Alles entstand also nach großen Kriegen, sowohl in Europa als auch auf der ganzen Welt. Und auf der Grundlage der Ergebnisse dieses Krieges entstand die Bilanz. Was ist beispielsweise der Sicherheitsrat? Das ist die Festlegung der Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges. Glücklicherweise gab es keine weiteren Weltkriege. Und deswegen entsteht die Frage, wie wir diesen Sicherheitsrat transformieren können. Auf der Grundlage welcher Kriterien? Ich glaube nicht an irgendwelche Reformen der UNO bzw. des Sicherheitsrates. Es war klar, dass jemand gesiegt und jemand verloren hat damals. Und diejenigen, die gesiegt haben, haben die entsprechenden Organe ins Leben gerufen. Wenn wir jetzt über die Reform des Sicherheitsrates sprechen, dann entsteht die Frage, wer sich da beteiligen soll. Lass uns die großen Wirtschaften mit involvieren. Warum denn die Wirtschaften? Vielleicht die am meisten bevölkerten Länder. Und es ist kompliziert, jetzt sich einen globalen Krieg vorzustellen. Also glücklicherweise, ja, in diesem Zusammenhang bin ich mit dir nicht ganz einverstanden mit der Einschätzung der vorherigen Epoche, weil die Stabilität und so weiter, du weißt, dass wahrscheinlich, wenn ein koreanischer Flieger abgeschossen wird oder 5 Raketen in Europa stationiert werden, beginnst du dir Gedanken zu machen, ob es einen Atomkrieg gibt oder nicht. Das war die Bilanz einer riesigen Angst. Nee, das war natürlich auch keine Praline, wenn man es sagen. Also man sitzt zu Hause und man hat Angst, ob der Atomkrieg beginnt oder nicht. Aber dieser Atomkrieg hat nicht begonnen. Ich möchte gerne die Meinung von 3 Experten uns anhören. Was ist die Weltelite? Wenn die Welteliten übereinkommen, dann gibt es keine Kriege, Weltkriege. Wenn sie aber zu einer Vereinbarung kommen, dann gibt es nur Konflikte. Ich meine, dieser Ausschuss 300, 400, was auch immer. Nein, das Problem ist, es wäre ja einfach, wenn es Verschwörungen gäbe. Ja, dann könnte man sie aufdecken und zerschlagen. Unser größeres Problem ist, dass es keine wirklichen Verabredungen gibt und dass alles sich mehr oder weniger urwüchsig entwickelt. Ja. Insofern, ich sehe keine globale Verschwörung am Werk, wenn das die Frage war. Wir haben ungerechtermaßen die gesamte Region vergessen. Das ist das Lateinamerika. Und ich habe meine Frage an 2 Diskutanten. Wie sehen Sie das Lateinamerika in diesem Prozess? Hugo Chavez in Venezuela. Also viele Kommentare soll es gegeben haben. Aber wie es dem auch sein mag, Hugo Chavez hat sich dafür eingesetzt, dass ein jedes Volk, ein jedes Land das Recht haben sollte, sozusagen seinen eigenen Entwicklungsweg zu bestimmen. Das hat Lenin gesagt. Oh, ich spreche von Hugo Chavez. Du bist zu alt, Mann. Ja, Sie sind jung. Und was ist die Rolle dieser großen Region im Zuge der Globalisierung? Ich bin der Auffassung, Lateinamerika spiele ganz bestimmt eine bemerkenswerte Rolle. Da gibt es sehr würdige Länder, die diese Rolle spielen werden. Nicht im Sinne einer Supermacht, aber zumindest es wird Brasilien sein vor allem, das ein tragendes Subjekt sein wird. Aber ich werde Sie vielleicht verzweifeln dürfen. Also Hugo Chavez wird nie die Zukunft Lateinamerikas mitbestimmen. Also du sprichst so viele schöne Worte, ja, blumig, aber seine Zeit geht zu Ende. Also nebst guten Reden, also hängt er schon zum Halse raus so manchen Menschen, die ihn gewählt hatten. Also ich sehe keine persönliche Zukunft bei Chavez, aber dass Lateinamerika seinen würdigen, ihm zu Recht gehörenden Platz einnimmt, das muss so sein, das ist nichts einzuzweifeln. Lateinamerika als einheitliche Region gibt es nicht, sondern es gibt sehr verschiedene Teile von Lateinamerika. Wenn Sie die Region nehmen von Mexiko bis Panama, dort besteht die Gefahr, dass der gesamte Mittelamerika in Kriminalität und Entstaatlichung versinkt.
also wirklich Massenverelendung. Es ist schlimm, was in Guatemala und in den Staaten stattfindet. Brasilien ist dabei, ein echter Global Player zu werden. Brasilien hat riesige Fortschritte gemacht bei den Investitionen in sein Volk, in Ausbildung, in die jungen Leute und auch in Sozialprogramme. Also zum Beispiel dieses Programm, keine Familie muss mehr hungern, aber die Eltern müssen ihre Kinder in die Schule schicken, hat für Brasilien einen riesigen Entwicklungsfortschritt gemacht. Das war nicht mal teuer, es war einfach nur gute Politik. Hugo Chavez ist deswegen keine Hoffnung für Lateinamerika, weil er in Dann haben wir weder Schlosser noch Zimmerleute, was immer, was auch immer. Wer wird also meine Datsche dann beispielsweise reparieren, also mein Schrebergarten? Alle haben in Lateinamerika Hochschulbildung. Wer wird dann Autos reparieren, beziehungsweise die Türen in Hotels dann auch aufmachen? In ihrer eigenen Heimat eine Perspektive finden? Naja, dann werden Sie schon andere Leute finden, die ihre Arbeit machen. Lassen Sie mich noch einen Satz zu Hugo Chavez sagen. Er regiert sein Land mit Willkür und Chaos und hat wirklich nicht wirklich was zu bieten für die Leute. Er hat am Anfang einen Teil der Öleinnahmen in Sozialprogramme investiert, aber inzwischen liegt die ganze venezolanische Wirtschaft da nieder und die Arbeitslosigkeit ist höher als vorher. Insofern ist er leider keine Lösung. Warum, wenn ich fragen darf? Also die Arbeitslosenquote höher jetzt. Wenn niemand mehr investiert, dann florieren keine Unternehmen, dann werden keine Jobs geschaffen, sondern dann gehen Jobs verloren. Venezuela hat praktisch seine gesamte unternehmerische Elite inzwischen verloren, weil die Leute außer Landes gegangen sind. Irgendjemand muss Wirtschaft machen und dazu muss man gut sein und managen und ausbilden und Kapital haben. Und das kann nicht ein Caudillo und seine Offiziersklicke alleine organisieren. So funktionieren moderne Gesellschaften nicht. Also wir haben einigermaßen uns festgelegt, was ist das Positive und das Negative an der Globalisierung. Also die Mechanismen, wie die Globalisierung greift, das kennen wir einigermaßen. Und wir wissen aber auch, dass alle sehr interessiert sind, dass die Globalisierung normalisiert. Falls wir allesamt Interesse haben an der Normalisierung, der Globalisierung, was stört uns, etwa all diese Prozesse effizienter auszugestalten? Was stört uns dabei, wenn wir alle zusammenkommen und die Prozesse, die Abläufe der Globalisierung normal gestalten, welche Mechanismen, Hebel werden da eingesetzt? Diese Dialektik haben wir mehr oder weniger besprochen. Abstrakt verstehen alle, dass man sich vereinigen muss und die Prozesse der Globalisierung normalisieren muss. Abstrakt versteht das jeder, aber das, solange es nicht bedeutet, dass man konkret jemand, also ich meine jetzt nicht einen Menschen, sondern ein ganzes Land, dass man irgendwie Zugeständnisse machen soll. Und wenn man Zugeständnisse zu machen hat, dann will man auch von den anderen, dass Zugeständnisse gemacht werden. Und es kommt zur Normalpolitik wie immer. Und die Normalpolitik endet auch so, wie sie auch immer endet. Und diese Politik ist national und zwischennational immer. Das, was Harald jetzt angesprochen hat, ist die Erwartung, die Tatsache, dass man sich bewusst ist der kommenden Katastrophe, das Bewusstsein auch ändert. Der Unterschied besteht darin, dass er daran glaubt und ich nicht. Warum können wir uns nicht zusammensetzen und alles absprechen? Aber das gelingt irgendwie nicht seit 2 oder seit 5.000 Jahren. Das wahr wäre, was Sie sagen, dann gäbe es gar keinen Fortschritt. Wir haben aber gigantische Fortschritte erlebt. Ich habe in meiner eigenen kurzen Lebenszeit riesige Fortschritte, gesellschaftliche, politische, internationale erlebt. Insofern bin ich mir da doch ganz sicher, dass Sie mit Ihrem Pessimismus falsch liegen. Die Frage ist, ob es rechtzeitig geschieht. Das ist die Frage. Da bin ich mir natürlich genauso unsicher wie jeder andere auch, weil sonst könnte man Prophet sein und könnte sein Geld auf die richtigen Dinge setzen. Was ich aber weiß, ist, dass viele Menschen in sehr vielen Ländern angefangen haben, politische Organisationen aufzubauen, die genau solche Ziele verfolgen.
Es gibt heute eine wirklich global tätige Gemeinde von Nichtregierungsorganisationen, die sich über alle Grenzen hinweg vernetzt. Da gibt es auch Widersprüche, da gibt es auch Debatten und Konflikte zwischen Nord und Süd. Aber sie kooperieren, um die Politik in die richtige Richtung zu treiben. Ich nenne Ihnen nur ein Beispiel, damit Sie verstehen, was sich verändert hat. Ich verfolge die Konferenzen von G7 und G8 seit fast 30 Jahren und bin bei vielen auch dabei gewesen als Journalist. Früher war das so, da wurde dann innen drin in der Konferenz über, weiß der Himmel, Währungsthemen und es wurde über alles Mögliche geredet und draußen standen die Protestierer, die Nichtregierungsorganisationen, die redeten über Globalisierung und Nord-Süd und die Armut und Hunger. Inzwischen wird auf beiden Seiten des Zaunes über genau die gleichen Themen geredet, nämlich die Themen, die die draußen vor dem Zaun reingebracht haben. Also, wenn man so will, das Agenda-Setting, ja, wie ein modernes Wort ist, ich hoffe, dafür gibt es eine russische Übersetzung, das Agenda-Setting wird schon längst von einer global vernetzten Politaktivistengemeinde gemacht für diese Konferenzen. Und darum bin ich mir relativ sicher, wenn mehr Leute mitmachen, dann wird sich auch der Wille zur Kooperation verstärken. Entscheidend ist natürlich, dass es genügend Druck von unten gibt. Aber ich meine, wann war das anders? Es war schon immer so. Entweder die Menschen organisieren sich für ihre eigenen Interessen und die Interessen ihrer Kinder, oder aber sie überlassen das irgendwelchen fernen Eliten, die nur an ihr Kapital denken, und dann verlieren sie. Glauben Sie nicht, dass die Globalisierung ein positiver Prozess ist, aber die Industrieländer, meistens die Länder im nordatlantischen Raum, immer mehr ihre Märkte schließen und versuchen, die Globalisierung auch einzustellen? Also die goldene Milliarde verhindert die Globalisierung. Das ist nicht messbar, ein solcher Vorgang, sondern Sie dürfen ja nicht vergessen, ich nehme immer das Beispiel China, weil da kenne ich mich am meisten aus. Aus unseren Ländern, also aus dem nordatlantischen Raum, wie Sie sagen, sind ja ungeheure Mengen an Kapital in China, in Indien, in den neuen Schwellenstaaten investiert. Wenn wir unsere Märkte für die Waren schließen würden, die von dort kommen, ja, dann würden wir ja unsere eigenen Investitionen wertlos machen. Das hätte gar keinen Sinn. So wird es nicht laufen. Und ja, ich glaube, im Grundsatz ist die Globalisierung ein positiver Prozess, weil es die Völker und Nationen voneinander abhängig macht. Und Völker, die voneinander abhängig sind, sind im Krisenfall eher bereit, miteinander zu verhandeln, als gegeneinander aufzurüsten. Igor Borisovich Chubais, ja, wir sprechen über Probleme, die einander sehr nahe liegen, in verschiedenen Termini, in verschiedenen Worten. Ich wollte eine folgende Überlegung jetzt aussprechen. Die Gegner der Globalisierung sprechen ja darüber, dass sie gegen die Amerikanisierung und Externisierung sind, Dollarisierung und so weiter, gegen die Westernisierung und so weiter. Also die Globalisierung, das ist die Umverteilung des Kapitals, das ist die Offenheit der Grenzen. Und die Wirtschaft, die transnational wird. Aber hier entsteht auch ein Problem. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen jetzt auf der Bühne, Sie sind alle mehr oder weniger wohlhabend, 1 Million Euro hat jeder oder Dollar, was Sie wollen. Der eine ist aber orthodoxer Jude, der zweite Atheist und der dritte ist Buddhist. Werden Sie irgendwie gemeinsame Themen haben? Sie sind dann vollkommen verschieden. Und Globalisierung, das ist die gegenseitige Annäherung der Finanzen ohne die Annäherung der Identitäten und der Kulturen. Und deswegen entstehen auch die Proteste, weil jeder die eigene Identität erhalten will. Wenn wir jetzt die Bilanz ziehen und versuchen, die Frage noch akuter zu formulieren, ist diese Konsumgesellschaft vollkommen sinnlos? Man kann ja nicht sagen, dass ein Mensch, der das Zehnfache verdient, im Vergleich zum anderen auch zehnmal so glücklich ist wie der andere. Sollten wir vielleicht auf dieses Ansparen von Finanzressourcen verzichten und nach einem Wertesystem lieber suchen? Es gibt ein Wertesystem und das ist nicht die Freiheit sogar, das ist eher die Moral. Wenn man nur über den Wohlstand denkt, dann ist die Gesellschaft in der Disbilanz und in der Disharmonie. Wir haben bereits die Schranke überwunden, wo die Suche nach dem größeren Wohlstand vernünftig ist. Ein Kommentar bitte. Also, ja, wir
haben jetzt gerade gewählt, wer Atheist und wer Buddhist ist. Ich habe die Rolle des Juden übernommen. Ich habe die Wahl bekommen im Rahmen der Globalisierung. Also ich... Ich habe jetzt keine Wahl, wie immer in der Globalisierung. Unter den Bedingungen der Superglobalisierung wird es auch Supergeld geben oder wird es Militärglobalismus oder Militärkommunismus geben. Also Geld unter den Bedingungen der Globalisierung. Es bahnt sich an, dass das bisherige Nichtsystem, wir haben ein Nichtsystem, wir haben ein, wie soll man sagen, aus dem sogenannten Markt heraus entstandene Dominanz des Dollar als Handelswährung und als Reservewährung. Und für dieses alte, schlechte Nichtsystem geht die Akzeptanz allmählich verloren. Die Chinesen haben das große Problem, dass sie auf ungefähr 1,7 Billionen, also 1.700 Milliarden Dollar an amerikanischen Dollar-Wertpapieren sitzen, von denen sie wissen, dass der Dollar wird inflationieren und es wird an Wert verlieren. Das heißt, die Chinesen möchten weg davon. Viele rohstoffexportierende Länder möchten nicht länger abhängig sein von Einnahmen in Dollar. Und darum baut sich allmählich in der internationalen politakademischen Debatte die Alternative auf, dass man vielleicht doch den alten Vorschlag von John Maynard Keynes aufgreift und eine neue künstliche globale Währung schafft, die aber natürlich nur dann überleben kann, wenn sich alle Länder, die sich daran beteiligen, an bestimmte Regeln halten. Und zu dieser Regel würde gehören, dass kein Land über längere Zeit hohe Handelsbilanzüberschüsse oder Handelsbilanzdefizite machen kann, weil sonst müsste es ja Abwertungen und Aufwertungen geben. Deswegen glaube ich, bis ein solches System kommt, muss das andere System katastrophal gescheitert sein. Was wir erleben werden allerdings, das ist jetzt schon sichtbar, dass die Chinesen versuchen, ihren Renminbi als eigene internationale Währung neben dem Dollar zu etablieren. Sie haben angefangen, mit einem Land nach dem anderen Abkommen abzuschließen, dass sie Rohstoffe gegen Renminbi kaufen und der Renminbi dann wiederum in China eingesetzt wird, um Waren zu kaufen, zum Beispiel mit Brasilien gibt es ein solches Abkommen. Und das wird dazu führen, dass über kurz oder lang neben dem Dollar und dem Euro der Renminbi die dritte große globale Währung ist. Leider wird das System insgesamt instabil sein, sodass man am Ende doch auf die Lösung von Keynes zurückkommen muss. Zur Frage nach der neuen Orientierung der Europäer. Ich glaube, da ist ein Missverständnis über was in Europa läuft. Sie dürfen nicht vergessen, dass das, was wir in Europa schon erreicht haben, so viel ist, und wir das schon so lange genießen, dass ganz viele Europäer sich dessen nicht mehr bewusst sind. Verstehen Sie, ich kann von Helsinki bis nach Lissabon ohne Pass fahren und ohne mein Geld wechseln zu müssen. Ja? Ich habe ein europäisches Parlament. Ich kann Abgeordnete im Europäischen Parlament anrufen in verschiedenen Sprachen und mit denen über europäische Gesetze reden. Wir haben über 20.000 europäische Gesetze, die in ganz Europa gelten. Ja, die ich in jedem Gericht einklagen kann. Ich bin mir ganz sicher, diesen Fortschritt wird niemand wirklich aufgeben wollen. Wenn das wirklich mal in Gefahr käme, dann wäre die neue proeuropäische Bewegung genauso stark wie die alte. Was wir im Moment haben, wenn man so will, sind Wachstumsschmerzen. Ja? Wir haben uns jetzt so weit integriert, dass im Moment nicht richtig klar ist, wie wollen wir unsere politischen Institutionen organisieren, damit sie dann auch zu diesem europäischen Prozess passen. Wir brauchen zum Beispiel eine Wirtschaftsregierung. Wir brauchen eine echte europäische Regierung und nicht nur so eine kleine Verwaltung, die Vorschläge macht. Und da haben wir im Moment den Widerstand der nationalen Regierungsapparate, die um jeden Preis ihre Ministerien behalten wollen und ihre scheinbare Macht. Und das wird lange dauern, bis wir die Kommission eines Tages als europäische Regierung wählen kommen. Aber es wird kommen. Harald, ich darf auch eine Frage an Sie setzen als Moderator. Meinen Sie etwa, es gäbe die Möglichkeit, dass es ein Übergang geschaffen werden könnte zu dem keynesianischen Weltwährungssystem? Meinen Sie, es gibt so einen Zeitpunkt einmal? Ich bin mir sicher, der Zeitpunkt wird kommen, wenn die Globalisierung nicht rückgängig gemacht wird. Also wenn die Verschmelzung kommt, dann werden wir natürlich früher oder später auch ein gemeinsames Weltwährungssystem brauchen mit eben einer von allen Staaten gelenkten und getragenen Währung anstatt mit einer dominanten, die aber ihren Zweck nicht erfüllt. Bezüglich der Veränderungsbereitschaft der Menschen –
ja, die daran festhalten. Da antworte ich immer mit einem ganz zweizeiligen Gedicht eines großen deutschen Dichters, Erich Fried. Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt. Ich weiß nicht, ob man das übersetzen kann, aber... An Herrn Lukianow, warum sind Sie im Gegensatz zu Herrn Schumann so pessimistisch? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, erwarten Sie, dass nur eine große Katastrophe wie zum Beispiel ein weiterer Weltkrieg dazu führen kann, dass sich wirklich die führenden Nationen zusammentun und ein fähiges internationales Institut schaffen, mit dem man die Probleme der Globalisierung in den Griff kriegen kann. Habe ich das richtig verstanden? Ja, warum glaube ich nicht an die qualitativen Änderungen ohne eine große Krise? Weil es noch nie geschehen ist. Warum glauben wir denn, dass es irgendwie anders möglich ist? Ich meine nicht den Weltkrieg. Der Weltkrieg, so wie es im 20. Jahrhundert war, ist zurzeit unmöglich. Und einer der Gründe dafür ist das Vorhandensein der Atomwaffen, weil die Atomwaffen eine richtig disziplinierende Rolle spielen. Jetzt ist es allen klar, dass wenn man die Atomwaffen anwenden wird, dann wird es keine Gewinner geben, obwohl dieses Gefühl auch gewissermaßen verschwimmt im Zuge der Verbreitung der Atomwaffen. Es kann aber andere Konflikte geben, beispielsweise der Konflikt zwischen Indien und Pakistan. Das mündet möglicherweise nicht in den Atomkrieg, aber in einen konventionellen Krieg im riesigen Maßstab, und dann werden die anderen Länder etwas umbauen müssen in den Verhältnissen zu dieser Region. Oder es kann auch eine Naturkatastrophe werden, die einen Strich durch alles macht. Aber ohne so eine Erschütterung zu erwarten, dass die Menschen sich bewusst werden, dass diese Zersplitterung schädlich ist, darauf hoffe ich nicht. Ja, das war noch eine Frage nach Europa oder über Europa. Wissen Sie, es ist in der Tat so, dass jetzt ein neues Zeitalter richtig angebrochen ist, zum ersten Mal in 500 Jahren. Europa hat aufgehört, so das Zentrum der Welt zu sein, auch wirtschaftlich gesehen. Nach meinem Dafürhalten ist es auch eine ganz tiefe Einschnitt in das Bewusstsein, aufhören zu müssen, absolut Nummer eins zu sein, und das Risiko wirtschaftlich dann auch einen Nachholbedarf zu haben, das ist ein ganz hoch angesiedeltes Risiko. Ich bin einverstanden mit Harald, die Europäer können nicht ohne weiteres richtig einschätzen, alle die Vergünstigungen, die sie bekommen haben aus der Europäischen Union, weil sie sich so stark gewöhnt haben daran. Aber es gibt soziale Reformen, die nicht greifen. Es gibt andere Probleme, und die neue Generation sieht ein, dass sie schlecht aus subjektiven Gründen auch leben wird, verglichen mit ihren Eltern. Und wissen Sie, dem sozusagen Start geben zu können, das ist ein schwieriges Unterfangen. Die Abläufe in Europa in den letzten Jahren, so wie etwa der Radikalismus der 60er Jahre, aber im Wesen sind sie absolut konträr. Die sind sehr konservativ, bitte nichts anzupassen. Touchen. Belassen Sie alles so, wie es sich entwickelt hatte. Früher in den 60er Jahren waren alles total kaputt machen, dann neu aufbauen. Und also das alles verläuft nicht ohne Spuren. Herr Schumann, besonders in der jüngsten Zeit wird immer wieder diskutiert, Globalisierung etc. etc. Aber auf der anderen Seite geht es um die Lokalisierung oder Lokalisation. Ist es etwa das Absterben des Staates in der Perspektive? Und parallel dazu, das ist praktisch das Auswuchern des Separatismus. Wie sehen Sie die Zukunft des Staates als Staat im Zuge der Globalisierung? Staates und kein Absterben des Staates. Was ich allerdings sehe in einigen fortgeschrittenen Ländern, ist, dass es immer mehr Menschen gibt, die versuchen, sowas wie Teilautonomie in einzelnen Bereichen zu gewinnen. Also indem sie zum Beispiel versuchen, möglichst Lebensmittel nur noch aus ihrer Region zu konsumieren, anstatt im Winter irgendwie Erdbeeren aus Chile und im Sommer, weiß ich nicht, Weißkohl aus Italien zu essen,
versuchen Sie mit dem zu leben, was Ihre Region hergibt. Und das gilt insbesondere für die Energieversorgung. Da ist in Deutschland ganz groß was im Gang. Hunderttausende von Menschen haben begonnen, ihre Energieversorgung in die eigene Hand zu nehmen und auf regenerative Quellen umzustellen. Das halte ich potenziell für ein Modell für die Welt. Das können, also die Dänen haben angefangen und die Deutschen sind jetzt gefolgt. Ich glaube, das können viele andere noch machen und dadurch viel mehr eigene Autonomie wieder zurückgewinnen und im Übrigen auch Wertschöpfung in ihrer Region zu halten. Aber diese Re-Regionalisierung oder Relokalisierung, wie Sie das genannt haben, die hebt die Globalisierung nicht auf. Verstehen Sie? Wir werden trotzdem weiterhin Elektronik in globalen Prozessketten organisieren und wir werden nicht anfangen, jeder für uns zu Hause in seiner Werkstatt Computer zu basteln. Ganz bestimmt hin die Zukunft von der Jugend, von der Kommunikationsfähigkeit der Jugend, von den Wechselverbindungen. Ich habe vor mehreren Jahren in Marseille beobachtet, wie die Polen, die Tschechen, die Franzosen miteinander sich also ganz toll entspannt haben. Ich bin besorgt um die Zukunft der russischen Jugend, denn die russische Jugend wird ein weiteres Mal zu tun haben mit den Werten Europas zu tun haben. Meinen Sie etwa, dass Europa keine Angst habe, dass Russland Angst hat, weil nämlich immer wieder diese Visaschränke etc. Das ist bestimmt die Frage an Harald Schumann, dass Europa sich abkapselt und sozusagen Wiese Stolpersteine in den Weg schmeißt. Also Harald, da müssen Sie ganz für ganz Europa Verantwortung. Also die Visumpolitik zwischen Europa und Russland, die hat ja so ein bisschen was wie Schulkinder, die eine Schneeballschlacht machen. Ja? Der eine greift von hinten an und der andere läuft herum und wirft von vorne zurück. Und dann entschuldigt man sich gegenseitig und nein, ich wollte dich gar nicht treffen. Und dann fängt der andere wieder von vorne an. Also es hat sowas von Katz-und-Maus-Spiel. Deswegen, ich kann ganz gewiss nicht für Europa sprechen, aber ich kann, glaube ich, mit gutem Gefühl eine Einschätzung für Deutschland abgeben. Und ich bin mir relativ sicher, dass Deutschland sich ganz bestimmt nicht von Russland abwenden wird. Dafür gibt es in Deutschland viel zu viele Leute, die ein sehr positives Bild von Russland haben. Nicht unbedingt von der russischen Regierung, aber von der russischen Bevölkerung, von den russischen Leuten. Also ich meine, ich bin sehr gerne hier und ich kenne sehr viele Deutsche, die gerne hier sind. Als einer, der zuständig ist, mit den europäischen Problemen, mit den Beziehungen etc., da möchte ich Folgendes sagen. Bei den Verhandlungen zu visafreiem Verkehr ist ausgesprochen Deutschland, die Regierung Deutschlands mit Verlaub, ganz Hardliner dabei. Aus vielen Gründen, aus mehreren Gründen. Dabei bin ich mir dessen sicher, dass etwa 5 Jahre später wir keine Visen brauchen. Ja, ich habe wirklich unsere Diskussion genossen und wir bedanken uns bei Harald Schumann und mit Fjodor Lukjanov. Herzlichen Dank.